Ich habe heute eine sehr große Waffe gebaut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es geht. Also, es sieht komisch aus mit dem Griff. Diesem dicken, fetten Magazin. Und ja, diesen Griff. Hier der Abzug. Springt wirklich immer wieder vor, weil hier ein Gummi befestigt hat. Weil sonst würde er da hinten bleiben. Da muss ich ihn wieder vorschieben. Aber so. So. Zack. Geht er immer wieder nach vorne. Hier hinten ist eine abgerundete Schulterstütze. Hier oben, keine Ahnung, ein Muster. Hier, keine Ahnung, habe ich einfach so zum Laden genommen. Irgendwie. Zack, zack. Oder irgendwie so. Zack, zack. Spiele ich zumindest mal so. Jo. Hier oben kann man sehr gut. Von hier bis hier vorne hin. Sehr gut. Durchschauen. Hier habe ich so einen Teil gesehen, wo eigentlich noch etwas oben drauf kommt, aber das habe ich einfach abgerissen. Ja. Also so, ganz schwierig durchzugucken. Zeige ich euch so. Also man sieht's. Noch schwer, aber man kann durchgucken, wirklich. Aber was gut ist. Ja. Ach. Die ganze Waffe ist innen drin hohl. Also. Hier ist wirklich. Hier ist alles hohl drin. Außer hier ein bisschen. Weil hier habe ich ja den Abzug. Was sind? Von hier? Hier nicht, aber hier sonst auch überall ist alles hohl. Da könnte ich dann vielleicht noch. Oh. Vielleicht könnte ich dann hier da. Keine Ahnung. Gummis reinbauen, die dann rausschnipsen. Weil hier vorne habe ich schon ein Loch gebaut. Ist nicht sehr tief, aber könnte ich noch Steine wegnehmen. Ja, das war mein Video von meiner Scharfschütze oder Snipergewehr von Herzer 2A. Tschüss.